Das ist auch so unfair. Erste Sahne. Stinky ist der geborene Schwanzschütze. Es wird erste Sahne, er ist der geborene Schwanzschütze. Ja. Mann, oh Mann, ganz schön starke Munition. Ich hoffe, du schießt nicht auf Bären. Mensch, Alter. Warum nimmst du nicht die Kanone? Komm, nimm sie. Ja. Du kannst die Stinkkanone mit der Maus bewegen und feuern. Okay. Oder mit den Pfeiltasten nach rechts und links bewegen und mit dem nach oben zeigenden Pfeil. Wenn dann nämlich wer ist die? Kleiner Tipp am Rande. Wenn du den Clown triffst, passiert was Besonderes. Aber Vorsicht. Manchmal wird er sauer und dann... Howie, du und ich gegen die Wörter. Okay. Wie empfindlich ist denn das hier eingestellt? Welche Wörter enthalten TZ? TZ? Wie empfindlich ist denn das? Oh Gott. Schützen. Wieder. Schützen. Ich kann das fast nicht lesen hier. Nein, ich wollte doch... Oh. Putzen. Was steht da? Aua. Verletzen. Das ruckelt irgendwie. Das ist sehr, sehr komisch. Schmutz. Platz. Hallo. Could you please? Na toll. Spitze. Volltreffer! Okay. Ich würde gerne vielleicht mit den Falltasten versuchen. Welche Wörter reimen sich auf ihr? Dir, mir. Nee, das geht auch nicht. Mir. Mir. Hallo. Das ist ätzend hier. Warum treffe ich überhaupt den Clown noch, wenn das scheiße ist? Papier. Papier. Hier. Auch Tier. Tier. Hier auch, aber da komme ich nicht dran. Papier. Papier. Dir. Dir. Dir, hallo. Dir. Hallo, bitte. Papier. Tier. Sind wir jetzt fertig vielleicht? Nee, sind wir nicht. Okay. Welche Wörter beginnen mit I? I. Ins. Ja, immer auch. Heulen jetzt nicht so und Zucker auch nicht und zurück auch nicht und jeder auch nicht. Mensch. Immer. Wie schwierig. Impfen. Hallo. Den Clown werde ich jetzt einfach mal in Ruhe lassen, der ist nämlich kacke. Impfen. Ins. Ins. Innsbruck. Brück. Impfen, ja. Die haben auch irgendwie nur die gleichen Worte, oder? Gerade eben auch schon. Ja, schon wieder ins, zum dritten Mal. Impfen. Impfen auch schon zum zweiten Mal. Wow. Toller Treffer! Welche Wörter beginnen mit aus? Aus. Aushalten. Aushalten durchaus, ja doch. Ausfragen. Aussehen. Aussuchen auch. Komm ich da noch irgendwie dran? Nee. Aussteigen. Ja. Auslachen auch. Ausmalen. Ausmalen. Ausmalen schon wieder. Aussteigen hatten wir auch schon. Aussteigen. Hallo. Aussteigen. Oh je, Stinkys Gastank ist wohl wieder mal leer. Oh je, alles weg. Werde ich jetzt disqualifiziert? Ja. Ach, auch schön. Stinky. Irgendwann geht jedem mal das Gas aus. Ja, komm, das Stinky, ist... Abenteuer! Man kann ja nicht immer können, nicht wahr, Stinky? Oh Mann. Was kommt nächster jetzt? Nächster Halt, die Geisterstunde. Oi, als Kind hatte ich so Stinky Angst. Stinky, nicht die Geisterstunde.
Das glaubt man gar nicht. Also, ich habe mega geschrien. Ich war ja auch mega klein, aber boah, das war krass. Ich war so 4, 5. Boah. Kommen. Okay. Du. Kommen. Nicht. Ja, tatsächlich. Du kannst das aber gut. Aber das war wirklich, wirklich schlimm, die Geisterstunde. Also, ich glaube, jetzt ist sie einfach Pillepalle. Aber damals, boah, ich hatte so Angst. Mein Gott. Das war das Schlimmste im Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, was man da machen muss. Dunkel ist es im Gewölbe, schwaches Gartenlicht. Im Feuerschein erzählen wir ihr grausliche Geschichten. Ein Wind zieht durch die Kammer, ein Geist kommt in Pyjama. Und dann, ja dann bist du dran. Du bist dran. Schatten, Ratten und man hört ein Lachen, die aus dem Grab. Ich spuck im Feuer, die Ungeheuer, die Gruselparty ab. Und siehst du eine Schlange, dann dauert's nicht mehr lange. Ja und dann? Ja, dann bist du dran. Ich würde mir echt Sorgen machen, wenn ich nicht so eine Angst hätte. Sieht aber schon cool aus irgendwie. Ach, nur meine Knie, die klappern so. In solchen Fällen erinnere ich mich immer an das Sprichwort. Wir brauchen nichts zu fürchten als die Furcht selbst. Nein, ich dachte eher an so etwas wie... Ja. Herr Howard, die paranormale Aktivität in diesem Raum zeigt die Präsenz eines Geistes an. Ich bin mir nicht sicher, aber ich wette, hier gibt's Geister. Was ja, für eine außerordentlich kluge Bemerkung. Ein Phantom in der Baumschule, wo es sich wohl versteckt hält. Ich habe keine Angst vor Geistern. Ich esse Geister zum Frühstück, ja. Mit viel Zucker und mit viel Milch. Mhm. Ah! Was? Alles klar. Hey, Stinky, wo steckst du? Oh nein, ich glaube, Stinky ist weg. Was ist das für ein Kamin, dass man dahinter kann? Das ist nicht lustig. Ich weiß, dass du da bist, Stinky. Ich kann dich noch riechen. Ich hab keine Angst. Ich wollte hier oben sein. Stinky, bist du das? Stinky, was machst du da so oben? So hoch ist das doch nicht. Och, ich gucke nach Geistern. Weißt du, die sind gerne in Bäumen. Es sind Baumgeister. Baumgeister? Oh, Baumgeister. Bist du sicher, es waren keine Affen? Auf geht's, Stinky. Wir spielen die Abenteuerwelt der Wörter und nicht... Ach Quatsch, Prinzessin Mononoke. Sorry, ich bin verbeilt. Jedenfalls Studio Ghibli. Die Baumgeister sind so also süß. Du hast also keine Angst vor Gespenstern. Das ist gut. Denn ich will dir eine kleine gruselige Geschichte erzählen. Der hat eine coole Und Stimme. Wir wollen dich doch nicht erschrecken, oder? Der hat eine verdammt coole Stimme Aber eigentlich. Aber zuerst schau dir die Wörter dort unten auf dem Balken an. Und suche sie... Hier an dieser Wand. Wenn du alle Wörter dort unten auf dem Balken an dieser Wand gefunden hast, dann erzähle ich dir meine kleine Geschichte. Also, suche die richtigen Buchstaben, wenn du dich traust. Verdammt schwierig. Du musst gut im Wörtererkennen sein, wenn du es schaffen willst. Das ist doch nicht schwierig. L. INKSREECHTSJETZT Jetzt. AUFGABE Aufgabe. Was haben wir noch? Loch und Sack. SACK Sack. Und... L-O-C-H Loch. Gratuliere! Rätsel gelöst. Wenn du immer nur Computerspiele spielst, wirst du eines Tages ganz darin verschwinden, seufzte Walters Mutter. Mach wenigstens vorher deine Hausaufgaben. Walter schaltete den Computer aus und ging in sein Zimmer. Im Rechnen hatte er nur eine Aufgabe auf, die war schnell erledigt. Dann musste er noch ein paar Sätze abschreiben und schon saß er wieder vor dem Computer. Das Spiel war wirklich spannend. Der junge Ritter
musste den Schatz finden, den der dreiköpfige Drache geraubt und in seinem Schloss versteckt hatte. Er musste sich beeilen. Je länger er brauchte, desto mehr Diamanten fraß der Drache auf. Er rannte durch die düsteren Gänge. Hinter jeder Ecke konnte Gefahr lauern. Vorsicht, da war ein tiefes Loch im Boden. Er sprang darüber. Dann wurde er plötzlich von einem Skelett verfolgt und musste sich verteidigen. Es kam Walter vor, als hätte er das Schwert selbst in der Hand. Er schlug auf das Skelett ein. Geschafft! Das Skelett war in das Loch gefallen. Wo musste er jetzt lang? Links oder rechts? Walter entschied sich für links. Da war der Drache. Er spie Feuer und versuchte, nach ihm zu schnappen. Walter schlug mit dem Schwert um sich. Den ersten Kopf hatte er schon abgehauen und jetzt den zweiten und dann noch den dritten. Gott sei Dank, der Drache war tot. Dort in der Ecke lag der Sack mit dem Schatz. Walter musste sich beeilen. Sobald der Drache tot war, begann rasend schnell eine Rosenhecke um das Schloss zu wachsen. Er rannte durch die Gänge zurück. Dort vorne war der Ausgang. Die Rosen waren schon ziemlich hoch. Mit seinem Schwert schlug sich Walter einen Weg durch die Hecke. Dann war er draußen. Jetzt konnte er den Schatz betrachten. Nur 3 Diamanten hatte er verloren. Das war bisher sein allerbestes Spielergebnis. Walter hörte seinen Vater rufen. Es war Zeit fürs Abendessen. Verwundert rieb er sich die Augen. Was für ein Abenteuer! Es war ihm, als hätte er alles selbst erlebt. Beim Abendessen kratzte Walter etwas am Arm. Er schob den Ärmel hoch und fand ein Rosenblatt. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Geschichte, muss ich sagen. Was geht hier jetzt? Es ist an der Zeit, das Wortpuzzle zu spielen. Du hast 9 Karten bekommen. Mische sie. Okay. Drehe die Karten und setze aus 2 kleineren Wörtern ein großes Wort zusammen. Okay. Du kannst jede Karte drehen, wenn du sie so anklickst. Der hat eine coole Stimme eigentlich. Ah, verstehe. Okay. Aha. Okay, alles klar. Salzwasser. Okay. Du hast natürlich recht. Ja, okay. Für jedes zusammengesetzte Wort gibt es Punkte. Gut. Überall, wo sich die Karten berühren, kann ein Wort zusammengesetzt werden. Aber schau genau hin, denn das Ganze ist auch ein Puzzle. Wenn du das Puzzle löst und die zusammengesetzten Wörter findest, dann gibt es die höchste Punktzahl. Denke sehr gut nach, das ist kein Kinderspiel. Doch, denke schon. Hä, was? Achso, von vorne. Okay. Auf geht's. Okay. Skilehrer, Autobus. Gutes okay. Wort. Weiter so. Kinderlied ist besser. Eissalat. Kinderlied. Eissalat. Wow! Ach, ernsthaft, der will alles kommentieren. Ach so. Aha. Okay.
Seegras. Juhu, hab meinen Schwanz wieder. Bin ich froh, ich danke dir. Ach so, ja, ah. Ach, das meint er mit Puzzle, okay. Halt nicht. Okay, Autobus geht natürlich auch. Autobus. Das war ziemlich gut, aber ich wette, nächstes Mal wird's noch besser. Ich wollte gerade sagen. Ja, genau. Halbbruder. Tata! Ach, man kann sich dann auch einfach nur an den Figuren orientieren. Ja, okay, dann mache ich das mal so. Garten. Schere. Und dann. Gartenschere. Bleibt eins übrig. Volltreffer! Wahrscheinlich, ne? Ach so, das darf nicht passieren. Sind wir nun ein Team oder nicht?